Was ist das denn? Niras Holoband. Overboss-Truhe. Also was, ich leg das Erzeug jetzt erstmal hier rein. Overboss-Truhe. Obwohl, die heißt Overboss-Truhe. Das kommt mir nicht geheuer vor. Ich kann nicht springen. Ah, ich kann nicht springen. Aber meine Beine sind ja auch verkrüppelt. Okay, Psycho, das kommt erstmal weg. Parkkarte, Prospekt habe ich schon. Kann ich hier reingehen? Fistop Grill? Kann ich da irgendwas... Gibt es hier irgendwo... ein Bett? Gibt es hier... Okay, da ist eine... Ich meine, da ist eine Power-Armor-Station, aber gibt es hier irgendwo... Es sieht nicht so aus. Gibt es hier irgendwo... Waffenstationen, Chemiedinger, irgendwas? Eine Werkbank, irgendwie sowas. Wo ich meine Sachen ablegen kann und ich weiß, da werden sie nicht verschwinden. Die wollen tatsächlich, dass ich das hier übernehme und... Okay, ich bin jetzt der Anführer von drei Banden. Eine Bande, die erst nur um Kronkorken geht, eine Bande, die sagt, wer der Stärkste überlebt und eine Bande, die einfach nur Raider sind. Warte, ist das hier, wenn ich das hier reinlege? Nee, ist nicht miteinander verbunden. Somehow they got noticed. In particular, Atlas noticed the gang leader's woman, a blonde number named Hope. Atlas, they say, was smitten in love from the moment he laid eyes on her. Hope, though, well, gibt's keine Werkbank. Gibt's eine Power Armor Station und alles Mögliche, aber es wird nicht getrennt. Ist ein Safe. Okay, ein Klo. Es wird nicht getrennt zwischen den Stationen. Das heißt, es ist keine Siedlung oder sowas. Wenn es, was ich hier rein tue, ist da nicht drin. Dann tue ich das alles in die Truhe. Okay, ich kann da Sachen modifizieren und sowas, aber es lohnt sich nicht wirklich. Das ist doch Quatsch. Weil ich kann da ja gar keinen Schrott abliefern oder sowas. Das heißt, Schrott sammeln und sowas fällt erstmal weg für den DLC, weil ich keinen Ort habe, wo ich den Schrott abliefern kann. Also, ich habe ihn schon, aber es macht keinen Sinn eigentlich. Denn erstens gibt es keine Werkbank, wo ich was bauen kann. Zweitens müsste ich dann jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Waffen modifiziere, also ich lege den Schrott in der Waffenwerkbank ab, weil ich die Waffe modifizieren will, und dann muss ich den gesamten Schrott wieder nehmen, wenn ich eine Rüstung modifizieren will und muss ihn in die... Ja. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Okay, dann tue ich das jetzt einfach hier rein. So. Die Oberboss-Rüstung. Ja, was soll's denn? Schrott tue ich hier auch rein. Durstlöscher. Weg damit. Vertibird-Signalgranate. Munition. So. Und Ben. Was haben wir hier noch? Ein Safe? Experte. Wow. Es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, hier zu looten jetzt. Weil ich keinen Ort habe, wo ich den ganzen Schrott abliefern kann. Ja.
Hochkriegsgeld und sowas kann ich nehmen. Red X, Buff Out, theoretisch. Aber der Rest lohnt sich eigentlich überhaupt nicht rauszunehmen, weil ich habe kein Ort, wo ich es... Nee, kann ich drin liegen lassen. So, wir pennen einfach mal bis zum nächsten Tag. Und dann sehen wir weiter, was es so in Nuka World alles zu sehen gibt. Wir sollen uns mit den drei Raider-Bossen treffen, um ihnen zu zeigen, dass wir es wert sind, Overboss genannt zu werden. Was wollen die von mir? Wenn die meinen, sie müssen sich mit mir anlegen, dann verrecken sie halt. Ich habe kein Interesse daran, sie im Leben zu halten, um ehrlich zu sein. Nette Framerate. Brauchst du was? Ich dachte, das hat Bethesda nicht ganz bedacht, dass es eventuell Spieler gibt, die nichts von Raidern halten. Okay, Eichhörnchen am Stiel. Nochmal. Gut gelernt. Brauche ich was, Boss? Raider alle gleich, Informationen über Nukerworld, Informationen über Banden. Seid ihr Raider nicht alle gleich? Hey, kein Grund für Beleidigungen. Commonwealth-Banden. Die meisten sind gar keine. Sind weder organisiert, noch treffen sie kluge Entscheidungen. Nur wenig schlauer als tollwütige Tiere. Und ich gehörte überall zu einigen. Jedes Mal denken sie in viel zu kleinen Dimensionen oder werden von anderen ausgelöscht. Bevor das passiert, nehme ich stets die Beine in die Hand. Wenn du mich fragst, sind alle Raider hohle Nüsse. So einen Scheiß willst du nicht zu laut sagen. Die meisten sind es, keine Frage. Aber glaub nicht, wir wären alle gleich. Das bringt dich nur schnell ins Grab. Wie auch immer, mach nicht den Fehler, die Banden hier mit den Commonwealth-Luschen zu vergleichen. Die Banden hier haben alle ein Ziel. Und sie erwarten Ergebnisse. Das darfst du niemals vergessen. Brauchst du sonst noch was? Du willst gar nicht wissen, wie oft ich von irgendwelchen Raidern im Kampf gehört habe, dass sie Ergebnisse von irgendwem erwarten. Show, don't tell, ja? Kannst du mir so oft sagen, wie du willst, dass die Raider-Banden, die hier was Besonderes sind, wenn sie sich genauso verhalten wie die alle anderen, dann sind sie genauso wie alle anderen. Ich will mehr über Nuka World wissen. Ah, gutes Thema. Ein großer Vergnügungspark, bevor alles den Bach runterging. Vielleicht nicht ganz so toll, wenn man sich das hier ansieht. Wir hatten jedenfalls als Erste die Idee, ihn als Schlupfwinkel zu nutzen. Bevor wir ankamen, hatten sich hier schon ein paar Händler niedergelassen und einige Söldner zum Schutz angeheuert. Hatten sich wie Zecken eingegraben. Deshalb mussten wir mit mehreren Banden kommen, um eine Chance zu haben. Ihr habt diesen Teil des Parks. Reicht das nicht? Warum wollt ihr mehr? Du musst noch viel lernen, Boss. Wir haben Nuka Town und die meisten Händler arbeiten jetzt für uns, auch wenn sie es nicht mögen. Ihr Pech. Aber wir brauchen die restlichen Teile. Jeder, der nicht unter unserer Kontrolle steht, ist eine Bedrohung. Und die Banden brauchen mehr Platz. Die hocken zu dicht aufeinander. Wenn sie sich nicht ausbreiten können, fließt bald Blut. Je eher du ihnen also beibringst, Befehlen zu gehorchen, desto eher können wir unsere Lage verbessern. Hast du noch mehr Fragen? Erzähl mir mehr über die Banden. Na klar, gerne. Ja, eine echt bunte Mischung. Jeder hasste jeden. Und das tun sie zu einem gewissen Grad noch immer. Hat eine Menge Schweiß gekostet, sie alle für diese Idee zu gewinnen. Deshalb will ich sie jetzt nicht verlieren. An deiner Stelle würde ich bei den Jüngern anfangen. Sie mögen alle durchgeknallt sein, Stimmen hören und so. Aber mit Nisha kann man reden. Geh dann zu den Unternehmern. Alles verwöhnte, reiche Gören. Was nicht heißt, dass sie keine eiskalten Killer sind. Wenn du Max imponierst, hört sie auf dich. Und dann ist da das Rudel. Ich will ja nicht von Wilden sprechen, aber... Nun ja, sie sind Wilde. Ich weiß nicht, wie Mason sie unter Kontrolle hält. Deine Entscheidung, wem du am meisten vertrauen willst. Aber bei einigen musst du es wohl. Brauchst du sonst noch was? Sonst erstmal nichts weiter. Okay, du weißt, wo du mich findest. Okay. Also, ganz kurz ins Questlog gucken. Precious Plane, ein intendierter Plan. Trifft den Bandenboss des Rudels, trifft den Bandenboss der Unternehmer und trifft den Bandenboss der Jünger. Wir sollen erst mit den Jüngern reden, mit Nisha. Was hast du denn, Dogmeat? Und dann mit den anderen. Interessant. Hm, 55 Granaten. Was macht der Typ da? Kronkorken, Munition, Bergungsgut, Drogen.
Irgendwas davon muss jedoch sein. Der Name ist nicht zufällig Mo, oder? Wir haben alle mal dran gedacht, Coulter in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Hey! Ich habe nie verstanden, was Coulter mit 3 Banden in Nuka World wollte. Er hatte doch uns. Mehr braucht man nicht. Der hört sich an wie Mo aus Gothic. Der ist einem ständig hinterhergerannt. Geh weg von mir. Okay, zuerst mit in die Jungen schon, reden. Schon, du kleiner Corki. Zeig dich. Was ist los? Ach, mit der sind wir auch noch reden. Der letzte zu schnell. Ich lass echt nach. Nuka World. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Wie das denn? Nichts Besonderes? Überhaupt nicht, das ist beeindruckend. Was ist denn hieran erstaunlich? Was? Schau dich um. Siehst du's denn nicht? Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka-Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu besuchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört? Ach, die ist das! Die ist das! Ah, für die hat man Nuka-Cola sammeln. Das war total dämlich. Ich glaube, man musste Nuka-Cola-Quantum für diese sammeln. Oder Kronkorken? Nee, Nuka-Cola-Quantum, glaube ich. Nuka-Cola-Quantum musste man für sie sorgen. Sammeln und dann hat. Bist du hat müde? Sie, dann sie, solltest du eine Nuka-Cola trinken. Die bringt mich immer auf Trab. Und dann hat sie einem. Genau, die kenne ich. Die hat einem dann Nuka-Granaten gegeben. Was im Grunde Granaten waren, mit der Kraft von der Mini-Nuke. Die kenne ich. Ja, das Nuka-Cola-Museum. Kennt doch jeder. Wirklich? Das ist ja toll. Es spricht sich endlich rum. Vielleicht kommen dann auch mehr Besucher. Du hast mir eben den Tag versüßt. Da will ich mich revanchieren. Hier, ist zwar nicht mehr kalt, schmeckt aber bestimmt trotzdem. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Wonach suchst du? Das möchte ich nicht sagen. Ist nichts Persönliches. Ich kenne dich nur nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Ich sag's nicht weiter. Du kannst mir vertrauen. Tja. Okay. Ich bin so aufgeregt, dass ich's auch kaum für mich behalten kann. Das wird eine Erleichterung sein. Ich schätze, ich bin der größte Nuka-Cola-Fan der Welt. Ich bin besessen davon, seit ich sie zum ersten Mal probiert habe. Ich sammle alle Produkte, die ich finden kann. So wie diese tolle Corki-Brille hier. Aber das ist keine gewöhnliche Sonnenbrille, sondern Teil eines echt coolen Preisausschreibens, das kurz vor dem Krieg begann. Oh der Gott. Gewinner sollte den berühmten John Caleb Bradburton höchstpersönlich treffen. Bradburton? Den Namen kenne ich. Er hat das Rezept für Nuka-Cola entwickelt, oder? Genau. Wow. Das wissen heute nicht mehr viele Leute. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste man im Park 10 Bilder von Corki finden, dem Nuka-Cola-Maskottchen. In jedem Bild ist ein Teil eines Codes oder so ähnlich versteckt. Und die Teile kann man nur mit der Brille sehen. Also, ich weiß, was du denkst. Bradburton ist längst tot. Wen interessiert so ein Gewinnspiel? Ich wette, dass sich irgendwo in seinem Büro die originale Nuka-Cola-Formel befindet. Diese Formel war eines der größten Mysterien der Softdrink-Welt und wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Wenn du mir hilfst, sie zu bekommen, bezahle ich dich auch dafür. Bezahlst du mich in Nuka-Granaten? Was springt für mich raus? Dazu wollte ich gerade kommen. Bradburton hat nicht nur Getränkeformeln entwickelt. Er war ein Genie, das alle möglichen fantastischen Dinge erfand. Mich interessiert nur, wie ich die Nuka-Cola-Formel in die Hände kriege. Andere Erfindungen kannst du gerne behalten. Was denkst du? Klar, warum nicht? Vielleicht erfahre ich dabei mehr über den Park. Klingt einleuchtend. Du bist neu hier. Du solltest so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Ich gebe dir die Corki-Brille und diesen alten Flyer. Da sind Hinweise drauf, wo du die Corki-Bilder findest. Notier dir die Hinweise in den Bildern und bring sie zu mir, wenn du alle hast. Ich bin Expertin für alles rund um Nuka-Cola. Ich kann sie also bestimmt entschlüsseln. Viel Glück. Alter, das Gesicht, die Augen. Sierra. Sei vorsichtig, der Park ist ziemlich gefährlich. Die sieht gruselig aus, ohne Brille. Die Augenringe. Übelst die Augenringe. Okay, setz die Corki-Brille auf.
Corky im Haihaufen. Sierra Provider, ich bitte ja bei der Suche nach 10 verschiedenen. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch mit der blöden Brille rumrennen, ernsthaft? Natürlich kann ich da nicht. Ja. Findet die versteckten Corkys in Nukatown und. Ja, in jedem Ding. Die versteckten Corkys finden. Die sind doch bestimmt auf der Karte markiert, oder? Also jetzt mal ehrlich, die sind doch bestimmt. Ja, natürlich sind die. Natürlich sind die auf der Karte markiert. Natürlich sind die auf der Karte markiert, was auch sonst. Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Wie sehe ich eigentlich aus? Oh Gott, ich sehe aus wie ein dämlicher YouTuber. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Es ist schon peinlich, wenn man in so einer Branche eigentlich unterwegs ist, für die man sich selber schämt. Nisha. Diese dämlichen Clickbait-YouTuber. Hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Das ist ein Nuka-Cola, die ist ein geiler Framerate, muss man schon sagen. Geh mal, lass mich mal durch. Dogmeat. Was ist das für ein Bild hier? Das war doch hier gerade eben eingezeichnet auf der Karte. Ach da, das. Das ist der Erste. Ach du Scheiße. Jo, das können wir ruhig irgendwann mal machen. Wahrscheinlich, wenn wir durch sind, aber nicht jetzt. Dann deaktiviere ich die jetzt. So. Also, wir sollen zuerst mit den Leuten, mit den Jungen reden. Mit denen hier. Die sind, glaube ich, da drüben. Also, da ist ja. Die Unternehmer. Zumindest sieht es aus. Da ist wahrscheinlich das Pakt. Zumindest sah das Tor danach aus. Hab gehört, du hättest Werl ziemlich vertrimmt. Was war los? Ich hatte nichts mehr zu rauchen und sie wollte mir nichts geben. Scheiße, dann hat sie es echt verdient. Ich habe schon Schlimmeres für eine Zigarette gemacht. Ich erinnere mich. Jo, da sind die Jünger. Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Hol doch. Hau doch ab. Ah ja, Fistop Mountain. Wieso sind die Jünger direkt unter meinem Hauptquartier? Das gefällt mir überhaupt nicht. Pass auf dich auf, Boss. Wir haben dich im Auge. Die Schnauze. So ist meine Freunde von der Bruderschaft. Obwohl, die brauche ich gar nicht. Ich könnte dich hier und jetzt töten. Ein Schuss in den Kopf, oder? Ah, okay, nicht ein. Obwohl, warte mal. Naja, nicht ein Schuss, aber. Na, wahrscheinlich doch ein Schuss. Wenn du irgendwelche verrückten Habologen triffst, beachte sie einfach nicht. Habologen? Ich hab denen gesagt, sie sollen in ihrem Lager bleiben. Ihr Name sagt mir was. Hypologists. Der Name sagt mir was. Gab's da nicht in. Der Name sagt mir irgendwas. Habologen sagt mir irgendwas. Ist aber schon ewig her. Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange er mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also ihr beiden, verschwindet und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Alter Falter, ist das ein riesiges Ding. Ihr habt's echt nice hier. Ihr habt's echt nice hier, muss man einfach mal sagen. Hallo. So, du bist also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Mhm. Klar. Und wer bist du? Seine Großmutter? Wenn ich es wäre, hätte ich dem kleinen Speichellecker schon längst die Kehle durchgeschnitten. Gage wird nie einer von uns sein. Er ist ein Versager. Er kann von Glück reden, dass wir ihm eine zweite Chance geben. Jeder weiß, dass wir alle Coulter tun. Okay, der Reverb ist einfach zu stark. Ich muss den runterstellen. Wieso ist der schon wieder da oben?
sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Wie siehst du? Wie siehst du? Wie kannst du etwas sehen? Sarkastisch, die Welt braucht... Ja, die Welt, braucht Regeln, sonst wird sie sich nie erholen. Regeln sind gefährlich, denn die Leute verlassen sich irgendwann auf sie. Sie lieben dich in Sicherheit. Aber wenn du einen Moment nicht aufpasst, bist du tot. Coulter dachte, er sei wegen einer Regel oder eines Codes unantastbar. Aber er musste auf die harte Tour feststellen, dass das nicht so war. Obwohl, eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Wie viele Opfer hat diese Feuerprobe schon gefordert? Das zählt doch keiner. Aber genug, um die Händler zu beschäftigen. Wir schicken sie zum Saubermachen rein, wenn es anfängt zu stinken. Natürlich schaffen die es nicht immer lebend daraus. Die Feuerprobe schläft nie. Schön. Man sollte das Ding schließen. Es ist gefährlich. Gefährlich? Leute sind gefährlich. Das Ding ist doch lächerlich. Ein paar Fallen und Biester. Schon. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Kriegst gleich einen Kopfschuss, Alte. Stellst du mich in Frage, euren Overboss? Nein, ich bin nur neugierig. In Coulter hatten wir uns getäuscht. Den Fehler machen wir nicht zweimal. Ich werde die Dinge auf meine Art erledigen, ob es dir gefällt oder nicht. Ach ja, ein paar Dinge solltest du bedenken, bevor du anfängst, die Dinge auf deine Art zu erledigen. Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkauken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, lege ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt, deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Ich verspreche nichts. Und ihr werdet tun, was ich sage. Offenbar bist du Coulter bereits einen Schritt voraus. Ich sehe mir an, wie das läuft. Fürs Erste. Aber wenn du anders vorgehen und dich nett verhalten willst, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Ich muss überhaupt nichts beweisen, Olle. Du kriegst gleich was in den Kopf. Mit deiner hässlichen Birne, mit deinem bescheuerten Helm, aus dem du gar nicht raussehen kannst. Was willst du eigentlich? Gott, regt die mich auf. Ah, wir sind nicht wie das Pakt, wir sind keine wilden Tiere. Jo, wir sind keine wilden Tiere. Nein, das sind keine wilden Tiere. Du führst vielleicht Nuka World, aber das hier ist Jüngergebiet. Hier haben wir das Sagen. Ich guck mich mal ein bisschen hier um. Ah, nett hier. Hey! Hilfe! Hey! Bitte, lass mich gehen! Jo, die werden gefoltert hier. Nein, das sind keine Tiere. Nett. Ich meine, das hat Stil. Auf eine bessere Art und Weise. Halt dein Messer immer geschärft. Schnappige Arbeit mag niemand. Was für ein Messer. Junger Terminal. Dieses Terminal können alle Jünger benutzen. Wenn du nicht willst, dass irgendjemand was siehst, verpiss dich. Aber noch wichtiger, vergiss die Regeln nicht. Ach, es gibt doch eine Regel. PS, wenn du das nicht lesen kannst, bist du ein Arschloch. Vergiss die Regel. Ach, es gibt nur eine Regel, lass dich nicht erwischen. Bekanntmachung. Alle Bekanntmachungen kommen von Nisha, also erzähl es weiter. Die Regel.
Nur zur Erinnerung, wir haben hier eine Regel in Nukaworld. Es gibt doch eine Regel. Wenn du jemanden von einer anderen Balle tötest, lass dich nicht erwischen. Wenn ich mitbekomme, dass irgendjemand gegen diese Regel verstößt, kümmere ich mich persönlich um ihn. Na jo, was? Wir haben also einen neuen Overboss. Unsere einzige Regel gilt noch immer. Wenn jemand damit ein Problem hat, kann er gerne zu mir kommen. Nisha. Lasst ihr es krachen, dann lasst auch mal andere ran. In dieser Gruppe macht es doch viel mehr. Was macht es doch mal so viel Spaß? Weißt du was? Ich mach das gleich wieder an, aber. Ich mach das gleich wieder an. Ich finde das echt blöd, dass der auf Englisch singt quasi. Also er singt immer wieder Lieder und die sind auf Englisch und der Rest ist auf Deutsch. Veranstaltung. So, nächtlicher Raubzug. Blablabla. Wenn ihr Interesse an einem nächtlichen Raubzug habt, kommt um Mitternacht zur Einschienenbahnstation. Feuerprobenläufe. Wenn euch scheiß langweilig ist, kommt bei Einbruch der Dunkelheit zum Haupttor. Ich habe gehört, dass eine Karawane in der Nähe vorbeizieht. Die schnappen wir uns für die Feuerprobe und als Sahnehäubchen gibt es noch ein paar Vorräte. Hackfleischparty. Sehnt ihr euch nach Blut? Wollt ihr mal richtig die Sau rauslassen? Dixie veranstaltet wieder ihre monatliche Hackfleischparty. Also weg mit den Camps, raus mit den Messern und gönnt euch das. Ja. Nachrichten. Du bist tot. Wer auch immer in meinem Helm gepisst hat, ist tot. Sowas ist doch wohl unterste Rudelschublade. An Bailey. Ich hab dir an der gewohnten Stelle eine kleine Überraschung gelassen. Vielleicht kannst du ja bei diesem Arschloch einsetzen, dass wir beide kennen. Aha. Ich muss mich jetzt erstmal um ein paar Sachen kümmern, bin aber bald wieder zurück. Ich dachte mir, dass du wahrscheinlich nicht warten willst. Mary. Ja, mit den Verbesserungen. Ich suche jemanden, der mir mein Messer aufpippt, da ich von Metall mal so gar nichts verstehe. Wir können handeln, ich habe auch Kronkorken. Meldet euch, wenn ihr Bock habt. Witzbolde können sich die Antwort sparen. Zoo. Ruby. Vertraut Ruby dich, die ist eine verräterische Schlampe, um die man sich mal kümmern sollte. Ich habe sie erwischt, wie sie Kronkorken aus meinem persönlichen Vorrat genommen und dann auch noch alles abgestritten hat. Zum Glück kann ich sie nicht lesen. Also weiß sie noch gar nicht, was sie erwartet. Sie verdient es nicht, eine von uns zu sein, Paige. Okay. Ich bin krass drauf. Ich lasse mich von niemandem was sagen. Welche Hindernisse auch in meinem Weg stehen, ich bringe sie alle um. Niemand ist besser als ich. Ich bin stark. Ich bin tödlich. Ich habe die Kontrolle. Und wenn ich etwas will, nehme ich sie mir verdammt nochmal. Voll geil. Motivationssprüche. Krass. Jetzt weiß ich, dass sie es ernst nehmen. Jetzt weiß ich es. Das ist ja... Boah. Die sind so hammermäßig drauf. Oh, ich habe richtigen Respekt vor dem. Was ist das? Nuka-Cola Quarz? Hoffentlich kriegen wir bald neue Läufer für die Feuerprobe. Hier muss mal wieder was passieren. Übelst krass. Das Dixie-Klo? Wo geht's denn hier hoch? Hä? Fehlt da eine Leiter? Da fehlt eine Treppe. Ich liebe es, wenn die Händler fliehen wollen und das Halsband ausgelöst wird. Gibt nichts Schöneres als einen platzenden Kopf. Hey, Dixie! Powerrüstungen habe ich nie verstanden. Das nimmt den Kämpfen doch den ganzen Nervenkitzel. Das Beste an einer Maske, dass ich nicht so aussehen muss, als würde mich interessieren, was die Leute sagen. Wenigstens kann die Dixie durch ihre Maske sehen. Das ist so Hölle. Was ist denn los hier? Was ist denn hier los? Wieso fehlen denn Sachen? Ah, nett. Nishas Terminal.
Coca-Cola Orange. Ein Nisha. Das ist ein gemütliches Kissen hier. Ich gehe mal ganz kurz an der Terminal, ne? Sections. Ah. Surprise! Das war's nicht. Removing. Auch nicht. Und Outcasts. Wie schön. Wenn du nicht Nisha bist, bist du tot. Wenn sich jemand außer Nisha an diesem Terminal zu schaffen macht, gibt es Ärger. Beobachtungsliste. Nicht vergessen, es gibt keine Warnung. Wer gegen die Regel verstößt oder die Jünger verrät, verdient Schlimmeres als der Tod. Ruby. Es gibt Gerüchte, dass Ruby unsere Leute bestiehlt. Keine Ahnung, was ich schlimmer finde. Dass sie uns beklaut oder dass sie sich hat wischen erlassen. So oder so habe ich aber außer Paige Behauptung keine Beweise und Paige war wahrscheinlich so mit Jet zugedröhnt, dass man ihr nicht glauben kann. Ich behalte die Situation erstmal im Auge. Josie. Savoy hat die Überreste von etwas gefunden, das nach Josies Werk aussah. Wenn es hier nur eine Regel gibt, warum ist es so verdammt schwierig, sich daran zu halten? Wenn ihr eine Leiche versteckt, achtet nicht nur darauf, dass sie niemand findet, sondern dass sie auch wirklich tot ist. Savoy meint, der Rudeltyp wäre schon wieder auf halbem Weg nach Nukatown gewesen, als er ihn fand. Es gibt keine handfesten Beweise dafür, dass es Josie war, außer dass bei den beiden natürlich was lief. Samuel scheint zu vergessen, wer hier das Sagen hat und stellt immer wieder meine Entscheidung in Frage. Er ist clever genug, mich nicht direkt herauszufordern und weiß bestimmt, dass Savoy und Dixie niemals folgen, wenn er mich ausschaltet. Trotzdem macht er Probleme. Er erinnert mich an Sledge. Allerdings ist er neu und weiß nicht, was es damals passiert ist. Aber wenn er so weitermacht, kann er das gerne auf die harte Tour erfahren. Genau wie Sledge. Kennen wir Sledge nicht? Nicht vergessen, es gibt keine Wahrheit. Genau. Aus dem Hauptspiel kennen wir Sledge nicht? Ich beobachte gerade mal was anderes. Carrie scheint sowas wie ein Gewissen zu haben. Geht nicht mehr auf Raubzüge, verlässt Fistop noch kaum noch. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Entweder hat sie erkannt, dass das hier nicht das richtige Leben für sie ist, oder jemand hat sie abgeworben. Wenn ich rausfinde, dass sie uns verraten hat, werde ich sie langsam in Stücke reißen und jeden Moment davon genießen. Überreste der Stadt. Überreste einer alten, verlassenen Stadt südlich von Nuka World namens Bradburton. Sollte sich für Standardvorräte eignen. Ansonsten gibt es kaum was Interessantes. Jubologen. Wer hat gesagt, dass ein paar Verrückte, die sich Jubologen nennen, das alte Café beim riesigen Hydranten übernommen haben? Ich glaube, ich werde sie in Ruhe lassen. Fanatiker haben immer etwas Zerstörerisches an sich. Sie könnten für gute Unterhaltung aus der Ferne sorgen. Und Grandchester. Dixie hat eine alte Attraktion auf der Straße gefunden, das sogenannte Grandchester Mystery Anwesen. Sie sagt, dass es scheinbar in gutem Zustand ist und sogar über einen nervigen Protektor verfügt, der die Tickets kontrolliert. Das sollten wir uns also ansehen. Sie hatte einiges Larven dabei, also habe ich nicht weiter nachgehakt. Wir müssen ein Team zusammenstellen und dort nachsehen. Aha. Na, ich war an einem Terminal. Was machst du jetzt? Ich komme da nicht durch. Wie läuft's? Wenn das Rudel schon ständig heult, dann sollte es auch wenigstens gut darin sein. Ich hätte da was, da wärst du perfekt für geeignet. Aber kann es sein, dass hier irgendwie das Haus fehlt? Was geht? Es ist an der Zeit, dass wir die Sache für die Unternehmer etwas interessanter machen. Die konnten mir irgendwie einen Kunden abluchsen. Niemand beendet ungestraft die Geschäfte mit mir. Du verwechselst mich da wohl mit jemandem, den das interessiert. Das merke ich mir. Da kannst du dir sicher sein. Ja. Du bist so bedrohlich und so. Wird dein Messer immer geschärft? Böse. Schattige Arbeit mag niemand. Was zur Hölle? Ah, Luca Cola hängt mir zum Hals raus. Das könnte an Freefall liegen, der Bot die Bugs fixt. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es könnte daran liegen. Oder es war auch schon im Hauptspiel so. Ich weiß es nicht. Also auch schon so. Also wenn es bei euch nicht so ist, wenn ihr Nuka World spielt, dann liegt das eventuell daran, dass ich eine Mod drauf habe, die Bugs fixt. Und von Free For All gibt es eine Nuka World Edition. Da werden auch Bugs von Nuka World gefixt. Scheinbar. Ich weiß nicht, was für Bugs, weil ich mir die Changelogs tatsächlich nicht durchlese von Sachen, die ich noch nicht durchgespielt habe. Wenn jemand wie du jetzt das Sagen hat. Hä? Was? Hey, was? Was willst du? Hier, ich glaube, du deine Zigarettenkartons. Was machst du jetzt? Kühlmittelverschluss, was ist denn damit? Dann auf zu der den Jungen. Der Letzte starb zu schnell. Ich
Ich lass echt nach. Du bist halt scheiße. Das ist ganz einfach.